Hallo, ihr Lieben, in diesem Video reden wir über den Wandel, die Veränderung, die Magie des Wandels. In diesem Monat, einen ganzen Monat lang, beschäftigen wir uns bei Happiness House jetzt genau damit, mit der Veränderung, mit dem Wandel. Und natürlich auch, wie können wir den Wandel beeinflussen und was kann ich tun, damit der Wandel vielleicht in eine Form verläuft, die angenehm ist. Oder wo das Ziel so ist, wie ich es gerne möchte oder wünsche. Oder wie es vielleicht meinem Seelenauftrag entspricht. Darüber sprechen wir einen ganzen Monat lang und ich freue mich natürlich unglaublich darauf, denn Wandel heißt ja Veränderung. Und Veränderung ist ein bisschen trickreich, denn einerseits ja, wollen wir die Veränderung, wir streben sie an, wir haben Ziele, wir haben Hoffnungen, wir haben Sehnsüchte und die wollen wir gerne erreichen. Andererseits gibt es ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo wir den Wandel auf keinen Fall haben wollen. Wir wollen Dinge festhalten, das soll so bleiben. Wir wissen wahrscheinlich aus Erfahrung, dass die Veränderung so oder so kommt. Und manche Dinge, die wir halten wollen, verlieren wir. Und manche Dinge, die wir erreichen wollen, kommen gar nicht. Und manche Dinge, plötzlich, die wir halten wollen, ja, die bleiben bei uns. Veränderung ist das einzig Stabile in unserem Leben. Veränderung ist das Einzige, wo wir wissen, das wird immer und immer wieder eintreten. Es ist schlicht und einfach der Fluss des Lebens. Und es geht eigentlich nur darum, ob wir uns selbst die Erlaubnis geben, zu transformieren. Und ob wir der Veränderung die Erlaubnis geben, dass wir bei dieser Transformation mit dabei sind. Also es geht darum, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben und nicht anzuhaften und Dinge leicht gehen lassen. Und nicht der Versuchung unterliegen, sich dem entgegenzustellen und auf diese Weise Dinge komplizierter zu machen. Genau genommen gibt es zwei Arten von Veränderung. Es gibt die passive Veränderung und die aktive Veränderung. Die passive Veränderung kennen wir mit Sicherheit. Das bedeutet, wenn wir den Wandel, den wir vielleicht schon spüren, wir spüren das ja, dass da was eintritt, dass da sich Veränderung anbahnt. Wenn wir aber den Wandel nicht mit unterstützen, wenn wir uns dagegen stemmen, wenn wir denken, das kann ich aussitzen, dann werden wir verändert. Und das ist nie wirklich angenehm, weil wir ja lange, lange festhalten und der Druck zunimmt und bereits der Eintritt des Wandels bereits ganz oft leidvoll oder schmerzhaft ist. Vor allem emotional. Wir wollen das nicht. Aber es verändert sich trotzdem. Und die aktive Veränderung spürt sich ganz anders an, denn auch da, wir spüren im Vorfeld ja, dass Dinge weggehen wollen und dass neue Dinge eintreten wollen, also wir neue Erfahrungen machen dürfen, sollen, müssen. Und wenn wir aktiv daran beteiligt sind, dann spürt sich das ganz anders an, weil wir bereits im Vorfeld lenken. Also bei der aktiven Veränderung gibt es diesen Leidensweg nicht, zumindest nicht so groß. Und die emotionalen Schmerzen nicht, weil wir uns bereits schon auf das Neue einstellen. Und wenn wir in Harmonie mit uns selbst sind, dann erfahren wir den ständigen Wechsel, der vonstatten geht. Den erfahren wir als Perfektion, als etwas Wundervolles, als etwas Außergewöhnliches, als Schönheit, als etwas Begrüßenswertes. Wir merken auch, wie wir daran wachsen, wie wir daran reifen, wie wir größer werden. Und wenn wir all das Alte, was gehen möchte, wenn wir das gehen lassen, damit wir Platz für Neues haben, also das Alte darf dem Neuen weichen, spüren wir den inneren Reichtum, der auf uns wartet. Wir spüren sogar das Urvertrauen,
dass wir plötzlich gewinnen in die Veränderung. Und wenn wir nicht unnötig kämpfen und uns nicht dagegen stemmen, dann gehen vielleicht auch deine Ängste und deine Sorgen und deine Zweifel. Und plötzlich entsteht etwas anderes Großes, nämlich Selbstvertrauen. Du wirst größer, neue, andere Herausforderungen kommen und du spürst, wie du wächst. Und wenn du nicht wesentlich eingreifst, nein, das darf nicht sein. Oh Gott, wenn das eintritt, dann bin ich. Wir kennen das alle, als wenn wir nicht wirklich wesentlich eingreifen, dann stärkt das eben unser Selbstvertrauen. Weil wir Teil des großen Ganzen werden. Wir Teil im Fluss des Lebens plötzlich sind. Und wir erfahren beides. Erfolg und Misserfolg sind außergewöhnlich gute Lehrer. Wir wachsen daran, wir reifen daran. Heute gehst du über den roten Teppich und morgen geht jemand anderer über den roten Teppich. Und übermorgen vielleicht wieder du. Und dieser Wandel, wenn wir da nicht anhaften, dann erkennen wir das wundervolle Spiel. Und wir identifizieren uns nicht mehr mit diesen Dingen, sondern sie dürfen da sein und sie dürfen gehen. Und im letzten Video habe ich ja eine Textpassage vorgelesen, wo es genau darum geht, wo es darum ging, in 100 Jahren wirst du vergessen sein. In 100 Jahren wirst du nur noch ein Bild irgendwo sein. Keiner hat eine Ahnung mehr, ob es dein Haus war, wo du so darum gekämpft hast. Und. Wenn du Lust hast, schau dir dieses Video nochmal an. Denn das zeigt, die Veränderung kommt. Die Veränderung ist bereits da. Und die ganze Magie des Wandels zeigt sich uns, wenn wir den Wandel einladen in unser Leben. Michaela und ich, wir sind stets sehr hellspürig, was verändert sich in unserem Leben. Und wir gehen stets mit diesem Fluss mit. Und Gott sei Dank. Denn stell dir mal vor, du würdest die Veränderung erfolgreich verhindern, dann würdest du vielleicht noch bei deinen Eltern wohnen oder wärst vielleicht noch mit deiner allerersten großen Liebe zusammen und würdest vielleicht noch zur Schule gehen oder vielleicht immer noch den ersten Beruf ausüben, den du irgendwann mal begonnen hast. Und wenn du mal zurückblickst auf dein Leben und siehst, was hat sich denn alles verändert in meinem Leben? Und Gott sei Dank verändert. Dann siehst du plötzlich, dass jeder Wandel, jede Veränderung etwas Großes in deinem Leben gebracht hat. Die erste eigene Wohnung, der Führerschein, Freundschaften, vielleicht die erste Ehe, vielleicht Kinder, die erste große Reise, vielleicht ein Berufswechsel. Und immer sind wir aus unserer Komfortzone herausgegangen. Und wenn du dann nochmal zurückschaust, wo habe ich mich denn damals nicht daran beteiligt, als ich es gespürt habe, dass das Alte geht, damit etwas Neues kommen kann? Wenn du damals, wenn du es genauer betrachtest, wenn du damals nicht mitgemacht hast, war das sehr unangenehm. Daraus hat sich wiederum etwas Positives entwickelt. Es geht nur darum, ob wir den Wandel wirklich als etwas Magisches erleben wollen. Und wie wir das tun können, damit beschäftigen wir uns einen ganzen Monat jetzt bei Happiness House. Und ich freue mich sehr darauf, denn der Wandel, den spüren wir. Den spüren wir auch im Großen, jetzt, überall, an allen Ecken und Enden. Ob es privat ist oder politisch ist oder finanziell oder mental, wir spüren
dass sich da etwas Großes entwickelt. Und wie wir da das mit ganzer Kraft, mit ganzer Freude, mit unserer Lebensfreude, wie wir das erleben können, da schauen wir uns mal in diesem Monat ganz intensiv an. Also ich freue mich sehr darauf. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.